Corona und die Folgen. Das ganze Ruhrgebiet ist jetzt Risikogebiet und im Berchtesgadener Land darf man nur noch mit triftigem Grund raus. Streit über Corona-Politik. Die Briten finden keinen gemeinsamen Nenner im Kampf gegen die Pandemie. Und verwurzelt und entwurzelt. Über jüdisches Leben in Deutschland informiert das wiedereröffnete Jüdische Museum in Frankfurt am Main. Schulen, Kitas und Restaurants sind zu. Seit 14 Uhr darf niemand mehr ohne Grund sein Zuhause verlassen. 2000 Touristen müssen abreisen. Das Berchtesgadener Land erlebt gerade, wie schnell es gehen kann, von der Ferienidylle zum Corona-Hotspot. Strikte Maßnahmen, wenn auch nicht ganz so streng wie neben dem Landkreis in der österreichischen Gemeinde Kuchl. Sie ist seit vergangener Woche komplett unter Quarantäne. In Berchtesgadener Land zählt man pro 100.000 Einwohner jetzt 258 Neuinfektionen. So viele wie nirgendwo sonst in Deutschland. Petra Neubauer. Wie leergefegt wirkt die Fußgängerzone von Bad Reichenhall an diesem Nachmittag. Seit 14 Uhr also gelten strenge Ausgangsbeschränkungen im ganzen Landkreis. Wirtin Ulrike Wallner ist sauer, sieht sich für die Unvernunft weniger bestraft. Wir haben uns ja alle an den Vorschriften gehalten, also den größten Teil. Also die haben sich ja an allen Richtlinien gehalten und wir müssen schließen. Schulen und Kitas im Landkreis sind bereits zu. Der Einzelhandel aber darf öffnen und tut das auch. Nur die Kunden bleiben aus. Sie sehen ja jetzt selber, dass die Stadt leer ist und die Leute alle verunsichert sind. Die meinen halt, die Geschäfte haben jetzt auch zu. Der Ort Anger, hier soll es große Privatpartys gegeben haben. Sie allein seien aber keinesfalls der Grund für die enorm gestiegenen Corona-Zahlen, heißt es am Nachmittag. Flächig über den gesamten Landkreis haben wir diffuse Lage, ohne dass wir das einem Herd oder zwei Herden zustellen können, warum wir heute hier im Berchtesgadener Land dort stehen, wo wir stehen. Und das bedeutet auch, dass nun mehr als 2000 Touristen abreisen müssen. Bei den Einheimischen stoßen die neuen Maßnahmen nicht nur auf Zustimmung. Wir haben weder Todesfälle, nur sind unsere Intensivstationen überfüllt. Es spricht nichts dafür. Und deswegen finde ich einfach, dass es zu starke oder zu, sagen wir mal, zu krasse Maßnahmen sind. Was sein muss, muss sein. Es hilft alles nichts. 2 Wochen lang sollen die Beschränkungen für das Berchtesgadener Land nun gelten. Die Hoffnung hier ist groß, dass sie nicht verlängert werden müssen. Im ziemlich ausgestorbenen Berchtesgaden ist für uns Patricia Schäfer. Patricia, wie reagieren die Menschen auf diese Einschränkungen? Ja, Barbara, erstaunlich verständnisvoll, denn tatsächlich leben hier 80% der Geschäftsleute von Touristen und die werden in den nächsten 2 Wochen ausbleiben. Und auch die Einheimischen werden nicht so einkaufen gehen wie sonst. Trotzdem hören wir, ja, wir haben Verständnis, sagen die Leute. Ja, es konnte ja so nicht weitergehen und es wäre nur noch schlimmer und schlimmer geworden. Es gibt auch aber vereinzelt Leute, die kein Verständnis haben, die sich trotzdem dran halten, die aber sagen, das sei übertrieben, das sei Panikmache. Aber man sieht, die Zahlen, die haben die Leute hier auch schockiert. Letzte Woche hat es noch 50 in den Inzidenzen gegeben, 7 Tage Inzidenz. Und dann am Wochenende ist es auf über 250 gestiegen. Da musste etwas passieren, das denken die Leute hier. Die Politik hat eingegriffen und hat diese strengen Ausgangsbeschränkungen verhängt. Ein Lockdown, das sagte der Landrat heute noch mal, sei das aber nicht. Ist es auch nicht, denn es kann noch viel strenger gehandhabt werden. Und die Leute können hier noch spazieren gehen, sie können zur Arbeit gehen, sie können den Landkreis verlassen. Und das ist eben nur eine strenge Ausgangsbeschränkung. Jetzt erstmal für 14 Tage im Berchtesgadener Land. Dankeschön für diese Einschätzung aus Berchtesgaden. Patricia Schäfer war das. Schauen wir auf die landesweiten Corona-Zahlen. Der Aufwärtstrend bei den Neuinfektionen ist ungebrochen. 6.868 neue Fälle meldet das Robert-Koch-Institut. Am vergangenen Dienstag lag der Wert noch bei 4.122. Ein sattes Plus also von 67% von Dienstag zu Dienstag. Auch der 7-Tages-Schnitt geht klar in eine Richtung nach oben. Wo sich das Virus besonders massiv ausbreitet, zeigt diese Deutschlandkarte.
Immer mehr rot markierte Städte und Kreise kämpfen mit sprunghaft angestiegenen Fallzahlen. Und in Berlin zieht der Senat die Zügel weiter an. In der Hauptstadt gilt jetzt auch eine erweiterte Maskenpflicht für belebte Einkaufsstraßen. Ein wichtiges Instrument zur Eindämmung des Virus ist die Kontaktnachverfolgung. Zuständig sind die Gesundheitsämter, doch die sind immer häufiger überfordert. Im Hotspot Berlin-Neukölln etwa kann ein Mitarbeiter höchstens 2 Fälle pro Tag bearbeiten. Denn auf jeden Infizierten kommen im Schnitt zwischen 20 und 40 Personen, die kontaktiert werden müssen. In anderen Regionen sieht es ähnlich aus. Auch im Ruhrgebiet, seit heute komplett Risikogebiet, arbeiten die Gesundheitsämter am Limit. Immerhin bekommen sie jetzt Hilfe. Torge Bode. Wie geht es Ihnen denn gerade gesundheitlich? Von Schulnoten 1 bis 6. 1 ist sehr gut, 6 ist sehr schlecht. Obergefreite Melissa Fritzenkötter arbeitet seit knapp einer Woche im Gesundheitsamt Dortmund. Zusammen mit 39 anderen Soldatinnen und Soldaten unterstützt sie bei der Kontaktverfolgung von Covid-19-Infizierten. Denn die rund 100 Mitarbeiterinnen des Amtes kamen irgendwann nicht mehr hinterher. Jeder Fall ist besonders auf seine eigene Art. Die eine Frau ist alleinstehend, die andere Frau, die hat jetzt 5 Kinder zu Hause. Innerhalb kürzester Zeit hatten sich in Dortmund rund 2000 unbearbeitete Corona-Kontakte angesammelt. Deshalb hatte die Stadt bei der Bundesregierung Antrag auf Amtshilfe gestellt, wie viele andere Kommunen auch. Im Grunde genommen haben wir extra für die Amtshilfe ein Kontingent von 15.000 Soldatinnen und Soldaten aufgestellt, die nicht besonders spezialisiert sind. Wir nennen die auch helfende Hände. Seit heute gilt das ganze Ruhrgebiet als Risikogebiet. Auf der Karte des Robert-Koch-Instituts zieht sich ein roter Streifen von Bielefeld bis zur belgischen Grenze bei Aachen. In Dortmund liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei rund 70. Doch was passiert, wenn sie steigt? Für Dortmund gehe ich davon aus, dass wir vermutlich bis zu einer Inzidenz von etwa 100 noch in der Lage sein können, das Geschehen weitgehend zu beherrschen. Darüber würde ich dann sagen, ist es eher ausgeschlossen, dass man noch das Geschehen beherrscht. Immerhin den Stau der rund 2000 unbearbeiteten Corona-Kontakte konnten die Soldatinnen und Soldaten des Versorgungsbataillons Unna mittlerweile abarbeiten. Corona in Deutschland, wie geht's weiter in der Pandemie? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein ZDF-Spezial gleich nach unserer Sendung. Und in unserer App haben wir ein Interview mit einer Psychologin, was Corona mit der Psyche macht. Alarmierend auch die Zahlen in Irland. Dort gilt ab morgen Mitternacht die höchste Corona-Stufe. Heißt, 6 Wochen lang keine Treffen mit anderen Haushalten, fast alle Geschäfte schließen. Aktuell meldet Irland gut 1000 Neuinfektionen bei nur 5 Millionen Einwohnern. Beim Nachbarn Großbritannien haben sich mehr als 21.000 Menschen neu angesteckt. Doch dort geht jeder Landesteil unterschiedlich gegen Corona vor. Wales tut das nun vergleichsweise strikt. Yasin Herlein berichtet. Die Waliser machen schon immer gern alles ein bisschen anders als ihre Nachbarn in England. Am Freitag gibt es hier für 2 Wochen einen kurzen, harten Lockdown. Alles bleibt geschlossen, außer Läden, die lebensnotwendige Waren verkaufen. Die Meinungen hierüber gehen auseinander. Ich glaube, das ist übertrieben, zumal nicht sicher ist, ob diese Lockdowns auch nur den geringsten Unterschied machen. Es muss getan werden. Ich habe mir die Zahlen angeschaut. Sie sind sehr schnell gestiegen. Großbritanniens Corona-Politik gleicht einem Flickenteppich. Nicht nur die einzelnen Länder des Königreichs verfolgen ihre eigenen Maßnahmen, auch innerhalb Englands herrscht Uneinigkeit. Die Regierung versucht eine regional abgestufte Strategie, stößt aber auf Widerstand. Seit 10 Tagen betreibt der Bürgermeister von Manchester einen kleinen Privatkrieg mit Boris Johnson. Ohne ausreichende finanzielle Unterstützung will er seiner Stadt die aktuell höchste Beschränkungsstufe nicht zumuten. Wir tun das für euch und wir werden weiter für euch kämpfen und eure Gesundheit an erste Stelle setzen. Aber Gesundheit ist mehr als nur das Virus. Johnson hatte bis heute ein Ultimatum gesetzt, was er ja zuletzt gerne macht, und will nun strengere Maßnahmen ohne Einwilligung von vor Ort durchsetzen. Doch dies ist riskant. Hier geht es um mehr als nur Gesundheitspolitik. Das ist den Menschen in Manchester bewusst. Es hat in diesem Land schon immer ein Nord-Süd-Gefälle gegeben. Ich hoffe aber, sie können sich noch einigen. Über Großbritanniens Corona-Politik hat sich bisher wenig Rühmliches sagen lassen. Ohne Einigkeit aber droht alles immer tiefer ins Chaos zu stürzen.
Zur Innenpolitik. Da gab es einiges hin und auch um Gewalt und Hass gegen Beamte. Innenminister Seehofer betont, die überwältigende Mehrheit der Polizei stehe zur Verfassung. Daten sind bekanntlich ein hohes Gut, sowohl für Unternehmen wie auch für Privatpersonen. Ihr Schutz sei in der Corona-Krise aber vernachlässigt worden, heißt es im Jahresbericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Die Lage hierzulande sei angespannt. Cyberkriminelle hätten zuletzt massiven Schaden angerichtet, sei es mit Angriffen auf Unternehmen, Kliniken, Energievorsorger oder Banken. Inzwischen machen Kriminelle mit Cybercrime mehr Geld als mit dem Verkauf von Drogen. Die US-Regierung gegen Google. Das Justizministerium nimmt den Internetriesen mit einer Wettbewerbsklage ins Visier. Der Vorwurf, Google missbrauche seine marktbeherrschende Stellung bei der Suche im Internet. Und damit auch beim Geschäft mit der Werbung. Etwa 90% der weltweiten Suchanfragen laufen über Google. Das Unternehmen hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Wichtige Nachricht für die deutschen Ostseefischer. Sie müssen weitere Einschnitte hinnehmen. Die EU hat die Fangquoten fürs nächste Jahr festgelegt. Besonders wichtig für die Fischer der Hering. Und ausgerechnet von dem dürfen sie künftig nur noch halb so viel fangen, damit die Bestände eine Chance haben, sich zu erholen. Etwas besser die Lage bei Dorsch, Sprotte und Scholle. Um rund 5% hat die EU die Quoten für diese Fische erhöht. Ganz anderes Thema jetzt. Frankfurts jüdisches Museum hat sich vergrößert und öffnet wieder nach 5 Jahren Bauzeit. Es ist ein Haus, das Geschichte und Gegenwart verbindet, nicht nur architektonisch. Und es ist ein Museum, das Geschichte in Geschichten erzählt, bis in die heutige Zeit. Peter Wagner hat es sich angeschaut. Strahlend, hell, voller Licht außen und innen. Das erneuerte und erweiterte jüdische Museum ist auch eine Antwort auf den dunkelsten Teil deutscher Geschichte. Jüdische Bürger und Familien prägten jahrhundertelang Frankfurt, bis die meisten von ihnen im Massenmord der Nazis ihr Leben verloren. Diese Stadt Frankfurt war ein Zentrum jüdischen Lebens in Europa. Und die Bedeutung dessen, wie Jüdinnen und Juden in dieser Stadt gelebt, wie sie diese Stadt geprägt haben, wie sie europaweit gewirkt haben, das ist unsere Aufgabe, das zu vermitteln. Sichtbar, greifbar, ergreifend wird es bei Anne Frank und ihrem Lesestühlchen. Die Geschichte der Familie Frank wurzelt über Generationen in Frankfurt, die von Anne endet 1945 im Konzentrationslager von Bergen-Belsen. Es ist neues jüdisches Leben gewachsen unter der Frankfurter Skyline, Sportvereine, eine literarische Gemeinde, streitbare Kunst, Kultur aller Sparten. Man wird aus diesem Museum mit mehr Fragen rausgehen als mit Antworten. Und genau das wollen wir, weil es geht uns darum, zum Nachdenken anzuregen. Bestens geeignet dazu die Skulptur von Ariel Schlesinger. 2 Bäume, der eine entwurzelt, der andere fest im Boden.